Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ich glaube, es war das Schlechteste, was ich hier erlebt habe im Trikot vom FC Saarbrücken. Nicht nur ich glaube alle. Ich glaube, wir sitzen alle in einem Boot. War gar nicht unser Spiel, ist nicht unser Anspruch. Also nichts gegen Lübeck, aber unser Anspruch ist es nicht, hierher zu fahren und 0-0 zu spielen. Aber im Endeffekt kannst du sogar noch froh sein, dass du einen Punkt mitnimmst. Lübeck verschießt den Elfmeter. Ist in den entscheidenden Phasen so ein bisschen drückender. Ich weiß gar nicht, wir haben keinen richtigen Torschuss. Ich glaube, das beschreibt das Spiel. Muss man auch einfach mal ehrlich sein. Ich meine, so Tage gibt es im Fußball. Das wirft uns jetzt nicht um, aber es ist nicht unser Anspruch. Und dementsprechend war das heute ein gebrauchter Tag, wie man so schön sagt. Und wir müssen jetzt das Ding abhaken. Und nächste Woche geht's weiter. Ja, aber wenn man jetzt den Kader ansieht, ne, dann kann man sagen, ihr seid auf jeden Fall Top 5, für dich sogar Top 3 in der Liga. Ne? Ja, aber sind wir das? Ja, vom Nominellen schon mal. Ja, im Endeffekt, die Tabelle lügt nicht. Also, das sind die ganzen Floskeln. Ich kann jetzt, keine Ahnung, 10 Euro ins Phrasenschwein tun. Sind wir wirklich unter Top 3, Top 5, Top 6, was man uns andichtet? Im Endeffekt sind wir es gerade nicht. Das ist die Wahrheit. Wir dümpeln irgendwo im Mittelfeld rum. Klar sah das letztes Jahr gut aus und auf dem letzten Meter ist irgendwie was verrutscht. Ja. Aber dieses Jahr sind wir nicht unter den Top 5. Ja. So, das muss man ganz klar so sagen. Wir lassen viel zu viele Punkte liegen. Wir spielen viel zu oft unentschieden. Natürlich gibt es auch andere gute Mannschaften in der Liga. Und natürlich kann man auch mal unentschieden spielen. Aber in der Häufigkeit, wie wir das machen, reicht es dann am Ende des Tages nicht für Top 5. Gut, das ist die Ist-Beschreibung. Aber was ist die Konsequenz daraus? Also die Frage ist, wie kann man das ändern? Oder ist überhaupt? Ich meine, wir treffen uns ja ein paar Mal die Woche, um irgendwo dran zu arbeiten, um was zu analysieren, um es besser zu machen. Also im Endeffekt arbeiten wir genauso weiter, nur dass das Ergebnis am Wochenende wieder besser sein soll. Im eigenen Stadion, vor eigenen Fans, ist das natürlich was anderes als jetzt hier bei einem Gegner, der auch schon mit dem Rücken zur Wand ist. Ich bin kein Freund davon, jetzt tagelang den Kopf in den Sand zu stecken. Im Endeffekt geht es nächste Woche weiter. Wir müssen es einfach besser machen, wir müssen wieder dahin kommen, dass man sagt, okay, der Kader ist Top 5, die Jungs bringen die PS auf den Platz. Ja. Im Endeffekt weiß nicht, wie viele Sperren wir uns heute eingehandelt haben. Dementsprechend sieht die Mannschaft dann natürlich wieder anders aus, aber das darf keine Ausrede sein. Dementsprechend müssen wir diese Woche gut arbeiten. Und ich weiß gar nicht, was wir jetzt trainieren sollen, um es besser zu machen. Heute war einfach ein gebrauchter Tag. Also man braucht uns ja jetzt nicht, 3 Tage lang ein Passspiel machen lassen, damit die Pässe besser kommen. Dass das heute scheiße war, ist ja kein Geheimnis. Dementsprechend müssen wir uns straffen, wir müssen jetzt Reset drücken. Wir haben jetzt 8 Stunden Zeit, schön uns das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Ich glaube, die Busfahrt, die wird beschissen genug. Und dann haben wir am Wochenende ein Heimspiel. Ja, ein schwieriges Spiel. Platzverhältnisse nicht so optimal, aber es ist keine Ausrede, auf keinen Fall. Schwer, also anfangs eigentlich gut reingekommen, gute Spielkontrolle gehabt, dann irgendwie die Kontrolle ein bisschen verloren, Richtung Halbzeit und dann noch danach. Ja, es ist ein schweres Spiel, hier, haben wir auch gesehen, war für andere Teams auch nicht einfach, wie jetzt Ulm oder so, aber klar, war es einfach kein gutes Spiel von uns. Am Ende gab es vielleicht noch ein bisschen Schwung durch ein paar Torchancen, auch ich müsste den machen. Der war schwer zu nehmen für mich, deswegen. Ja, knapp drüber, ne? Genau, aber ja, wir müssen weitermachen, also da gibt es keine andere Option. Wie siehst du insgesamt die Situation? Ihr habt einen Kader, der sicherlich, habe ich eben schon mal gesagt, im Bereich der Top 3 anzusiedeln ist in der Liga und ihr dümpelt irgendwo in der unteren Tabellenhälfte rum. Wie erklärst du dir das? Ja, es wird immer gesagt, wir haben einen super Kader, der oben mitspielen kann, tun es aber nicht und das ist einfach die Realität. Wir bringen es nicht jedes Spiel auf den Platz, in den wichtigen und besonderen Spielen schon, jetzt im DFB-Pokal oder gegen die Top-Teams, da machen wir es schon, aber dann gegen Teams wie Lübeck oder ja, aus der Vergangenheit jetzt andere, ist es manchmal ein bisschen schwer für uns, aber ich kann es jetzt auch nicht erklären, es ist einfach so ein Ding, das bei uns drin hängt. Wir müssen uns einfach mehr pushen, auch in solchen Spielen, weil jeder Punkt zählt. Und hier gibt es genauso viele Punkte wie jetzt zum Beispiel in Dresden.